Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart. Wieder dabei ist, wie im letzten Part, der gute Drechsel. Hallo, oder, hallo. Oder Drechsel 2K. Drechsel war dein Kanalname, ne? Ja, eigentlich nur Drechsel, ja. 2K richtig. Ist immer die Ausweich-URL oder der Ausweichname, wenn Drechsel okay. Schon belegt ist. Stimmt, so war das. Ach ja, ich muss auch noch wählen. ja, im letzten Part haben wir über allerlei Dinge gesprochen. Da war Konsolen das Thema, Monster Hunter sehr lange und das Online-System der Switch. Das nicht vorhandene. Das ist genau das nicht vorhandene. Naja, zumindest war es ein letztes Part vorhanden bei uns, ne? Ja. Och nein, ernsthaft? Und dann noch 100? Cool. Das gefällt dir, ne? Genau, siebenmal im Kreis fahren, das kann ich. Huch, Fabi spielt mit. Ist das vielleicht der Fabi? Manchmal joinen mir ja Abonnenten, wenn ich was online spiele. Okay. Mal gucken. Nee, Abonnenten habe ich, glaube ich, gar nicht so in meiner Freundesliste drin. Nur Leuten, mit denen ich halt Let's Plays Together aufnehme. Ah, jetzt habe ich den Start verpasst vor lauter Quatscherei schon wieder. Ey, das gibt's gar nicht. Das macht nichts. Oh, ich hasse die Babystrecke, ne? Oh Gott, das geht. Ach komm, die ist doch lustig. Stupide im Kreis fahren. Da war ein pures Chaos. Keine Übersicht mehr haben, ob diejenigen, die vor einem sind, wirklich vor einem sind oder ob man die gerade überrundet oder ob man selber überrundet wird, das ist doch herrlich. Macht Nintendo noch mit Absicht. Haben sie einfach mit Absicht eingefügt. Hey, ich bin zum ersten Mal, seit wir zusammen spielen, Erster. Das ist schön. Oh, jetzt nicht mehr. Ich war's. Ich konnte den Moment, glaube ich, 5 Sekunden lang genießen. Ach Gott. Feuer. Jetzt bin ich übrigens Elfter. Das ist super. So, ich hoffe mal, dass die Dings hier geht schnell vorbei. Wie viele Runden fährt man hier normalerweise? 7. Bitte was? Oh Gott, 7 Runden fährt man normalerweise. Ja, Discord, ich sehe schon. Also ich muss das entschuldigen, wenn Discord Probleme macht. Kein Thema, ich höre dich, alles gut. Ach Mann, jetzt nicht in der letzten Runde noch hier so einen Stress machen, bitte. Ich triff doch mal zu spät. Nein, auf der Ziellinie noch abgeschossen worden. Echt, welchen Platz bist du? 6. Ja, beschwer dich doch nicht. Ich krieg die ganze Zeit nur Minuspunkte gefühlt, auch im letzten Part. Ah, ich halt echt lange nicht mehr gespielt habe. Ja, bei mir ist momentan Gewitter. Ich hoffe, dass... Ja, du leckst auch wieder ein bisschen. Mhm. Man merkt es direkt. Ja. In deiner Sprachqualität kann man das Wetter bei euch erkennen. Das stimmt. Also du sagst es eh vorhin, du hast ein paar Internetprobleme heute, ne? Auch das, ja. Vodafone ist zurzeit... einfach nur schwankend nervig. Manchmal kriege ich vollen Upload rein, manchmal nicht mal einen Bruchteil davon. Ja, im Moment kommst du echt wieder super abgehackt an. Mhm. Also, das wird man wahrscheinlich auch mir im Video schwer verstehen können, aber es ist wie es ist, man kann ja nichts dran ändern. Ja. So ist das halt mit diesen Online-Sessions, ne? Wo ist die gute alte LAN-Party geblieben? Mhm. Ich werde einfach darauf achten, wenn ich was zu sagen habe, ob es grün ist oder rot, dann lieber nicht, dann kurz warten. Ja. Wenn was? Wo was? Was ist grün oder rot? Discord, die Verbindung. Bei mir ist die momentan noch rot. Ach so. Wenn die grün ist, kann ich reden, also nicht safe, dann brauche ich mir keine Angst machen. Und bei rot, ja. Ich habe den Start verkackt. Bei rot lieber keine langen Sätze sprechen. So, jetzt wieder grün. Sehr schön. Falls man mich nicht verstanden hat, ich dachte, falls bei grün ja, kann ich lange Sätze sprechen. Man hat dich wieder gut gehört. Aber ich muss schon sagen, ne, Mario Kart 8 ist, glaube ich, dann doch das Mario Kart, was ich nach Super Mario Kart auf dem Super Nintendo am meisten gezockt habe. Also das haben sie schon richtig gut hinbekommen, muss ich sagen. Die Strecken sind alle super und super abwechslungsreich. Gut, den Battle-Modus, ich muss auch sagen, ne, auf dem Super NES habe ich fast nur den Battle-Modus mit dem Kumpel zusammen gespielt. Und danach, die Mario Karts, habe ich eigentlich fast nur noch Rennen gefahren.
bei mir auch so. Bei Mario Kart den ersten Teil halt wirklich auch nur Battle-Modus damals gespielt als Kind. Gefühlt. Kaum Rennen. War mir irgendwie zu flach oder so. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Und ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin bei Mario Kart 8 Deluxe erst wieder eingestiegen mit Mario Kart. Okay. Alles dazwischen habe ich ignoriert. Nee, also N64 habe ich noch ein bisschen gespielt. Die N64-Version hat mir allerdings damals schon nicht richtig gefallen. Mhm. Ach so, doch, was ich auch noch super genial fand, da finde ich auch mal einen zweiten Teil, das wäre echt noch so ein Traum, ist Mario Kart Double Dash, ne, wo du zu zweit auf dem Kart gesessen hast und der hintere immer nach links und rechts boxen konnte. Mhm. Das habe ich auch super viel mit dem Kumpel zusammengespielt. Das konntest du halt auch super im Koop zocken. Ne? Er wollte einfach nur hinten drauf sitzen und Leute boxen und ich bin halt gefahren. Stimmt, das gab's ja auch noch. Ja doch, ja, ich hab die Wii-Version noch gespielt gehabt, aber auch nicht lang. Ne, die Wii-Version habe ich auch kaum gespielt. Also wenn ich so drüber nachdenke, anscheinend scheine ich immer jede zweite Mario Kart-Version relativ viel gespielt zu haben. Wobei aber auch viele sagen, Mario Kart 7 soll mega gut sein. Sagen aber auch viele. Ich kann es nicht beurteilen, aber... Ja, kann ich... Oh, scheiße. Ach, immerhin mal Vierter geworden. Das ist jetzt mal Bestleistung, würde ich behaupten. In der letzten Runde wollte ich die Abkürzung durch den Donut nehmen mit dem Pilz und vergesse den Turbopilz zu zünden und dadurch habe ich mir meinen Platz versaut. Ich glaube, deswegen hast du mich auch noch überholt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Naja. So, machen wir mal Steinbock-Ruin, glaube ich. Mal gucken. Ich nehme das Mario Kart Stadion. Oder Stadium, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Wird ja nicht richtig gerade angezeigt. Ach, man kann auch zwischen den Rennen seinen Kart wechseln. Guck mal, das wusste ich auch noch nicht. Ich bin immer ausgestiegen, wenn ich mein Kart wechseln wollte. Stimmt, ja. Tatsächlich, ja. Finde Link hier, ne? Link finde ich irgendwie viel zu deplatziert im Mario Kart, ne? Link? So, Link, ja. Wie er so, wenn er hüpft, so grinst und so weiter. Irgendwie wirkt das so ein bisschen so komisch. Wo siehst du das denn gerade? Achso, nee, ich meine, wenn ich den Fahrer wechsle mit Y. Ach so, okay. Dann finde ich Link ein bisschen so deplatziert so, zwischen den ganzen Mario-Charakteren. Ja. Ich weiß nicht. Wäre mal eine interessante Idee, wenn Nintendo einfach mal so ein Nintendo-Kart macht mit allen Nintendo-Charakteren. Wie bei Smash Bros. Halt, ne? Bei Smash Bros. Ist ja auch alles an Charakteren dabei, die es gibt. Und das ist ja auch schon eine relativ skurrile Mischung insgesamt dann, ne? Mhm. Kann ich auch mal fragen, welchen Charakter wünschst du dir eigentlich für Smash? Boah, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so sagen, weil das letzte Smash, wie hieß es nochmal? You? Hä? You? Smash You? Nee, hier, für die Switch. Du meinst der letzte Charakter? Nee, das Spiel. Smash Ultimate. Bros. Ultimate, genau. Ist das erste Smash Bros., was ich überhaupt richtig gespielt habe. Und ich war noch tendenziell eher ein bisschen überfordert. Und wenn du mich jetzt fragst, welchen Charakter ich mir dafür noch wünsche, keine Ahnung, kann ich gar nicht so sagen. Also es gibt Gerüchte, dass... Also es ist wirklich Gerüchte, ne? Es gibt Gerüchte, dass eventuell sogar ein Monster Hunter als Charakter kommt. Also, das wäre natürlich cool. Stimmt, Rathalos war ja auch schon dabei als Gegner, ne? Als computergesteuerter Gegner. Und ein Map hatte er ja quasi auch, ja. Deswegen gab es wahrscheinlich auch die Gerüchte. Ob was dran ist, weiß, kann man ja nie sagen, ne? Das stimmt, ja. Also ich muss generell sagen, neuen Spieler machen sie den Einstieg nicht leicht. Ne? Allein schon von der Menüführung war ich super überfordert gewesen. Ja, ich weiß auch nicht, die finden immer Gefallen daran, die Menüs so kompliziert zu machen, wie es geht und präsentieren die Menüs mit voller Stolz. Ja. Ja, und generell, das ganze Moveset mal rauszufinden, wie das funktioniert und so, hat mich schon einiges an Zeit gekostet. Aber wenn man es einmal verstanden hat, wie es funktioniert, ist es tatsächlich ein großer Multiplayer-Spaß. Ne? Wir haben das letzte Mal ein bisschen online gezockt. Ich finde sogar die Steuerung eigentlich simpel, wenn man erstmal drin ist. Aber was ich finde bei Smash ist halt, dass die Community es einem schwer macht, die Steuerung zu verstehen mit ihren Fachbegriffen.
Das kommt auch noch hinzu, ja. Genau, das, ja, das hat es einem richtig schwer gemacht, ja. Bis ich mal herausgefunden habe, auch was wirklich ein Smash ist, was ein harter Schlag ist, was ein normaler Schlag ist und so. Ja. Und dass es halt auch mit der, quasi mit der aktuellen Bewegung des Charakters einfach nur zusammenhängt, wie schnell der sich gerade bewegt. Ja, schon ein bisschen Zeit vergangen. Ja, ich muss sagen, ich habe Smash ja schon auf dem Jubel ausgiebig gezockt. Ja. Naja, was heißt ausgiebig? Ich hätte auch nicht viel. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Smash-Spieler. Aber doch. Ich finde, Nintendo schafft es doch ganz gut, mit den neuen Charakteren das Spiel zu hypen, ne? Ja. Also, das muss man ihnen lassen. Was ist los? Ich weiß nicht. Irgendwie. Jetzt gerade läuft es. Jetzt bin ich ungefähr im Mittelfeld, ne? Was das, was das Skill-Level angeht. Aber irgendwie ist da Wurm drinne. Ja. Ich meine, ich habe 6000 Punkte und irgendwie. Guck mal, da kommt ein Iron Man rein. Stimmt. Was die Leute alles hier für Mies erstellen. Ja. Ich habe mich gar nicht so mit dem Mii Creator wirklich beschäftigt. Einfach kurz was gemacht und fertig. Richtig. Bei mir auch so. Ganz am Anfang mit der Switch oder auch auf der Wii U, da gab es das ja auch einmal kurz Mii erstellt und das war es dann auch gewesen. deswegen fand ich auch immer diese Mii-Spiele, die Nintendo bringt, immer so ein bisschen so merkwürdig. So, noch ein Mii-Spiel? Noch eins? Ja. Muss das sein? Spielt das wer? Ja. So, Cheap Cheap Strand oder wie hieß die Strecke? Ja. Mal gucken. Du bist Erster. Boah, ich bin Erster. Es hält bestimmt 2 Sekunden lang an. Das macht mir Angst. Jetzt gibt's ja schon die Items. Ne? Verpiss dich! Das Schlimme an Mario Kart finde ich, jetzt bist du erst einmal wirklich im Mittelfeld oder hinteren, ist es sehr schwer nach vorne zu kommen, wenn die Leute sich wie so einen Klumpen zusammen. Ja, definitiv. Du wirst dann schnell nach hinten durchgereicht, ja. Aber so, jetzt nicht, ja. Gerade läuft's. Was sagst du? Jetzt gerade läuft's. Bist du Erster oder was? Nee, aber ich stell mich jetzt nicht unbedingt scheiße an. Das ist doch schon. Ja, auch was. Komm schon. Ja, ey. Komm. Jetzt übertreib doch nicht, bitte. Gott, wie bin ich Sechster schon wieder? Ja, hab ich dich jetzt gerade wieder überholt. Jetzt krieg ich noch einen roten rein, den doch nicht. Ja, ich muss erstmal wieder. Ach, klar, komm, wie das hier funktioniert. Was glaubst du, wird Nintendo noch ein neues Mario Kart bringen für die Switch? Irgendwann? Nö, das glaube ich nicht. Sagen viele, viele, viele denken einfach so, ja, Mario Kart 8 läuft ja. Ja, ist ja auch so. Ist ja auch so. Also das Spiel läuft ja auch, was Verkaufszahlen angeht. Ey, was war das denn schon wieder für ein Steuerungsfail hier? Ah, nein, natürlich ist das eine Bombe. Ja, ich meine, aus ihrer Sicht haben sie das alles verständlich gemacht, ne? Die Wii U ist halt gefloppt, aber hatte natürlich trotzdem ein paar Top-Spiele, die dadurch durch den Flop halt kaum jemand gespielt hat, ne? Ja, das stimmt. Und die haben sie jetzt halt nochmal größtenteils re-released und einer größeren Masse zugänglich gemacht. Klar, die Wii U-Spieler, die natürlich Nintendo irgendwie immer treu gewesen sind, die beschweren sich natürlich auch ein bisschen zurecht, ja, weil sie nur alle Kamellen vorgesetzt kriegen. Mhm. Aber ich kann es schon verstehen, dass sie das gemacht haben. Es ist ja auch verständlich. Man muss aber bedenken, ja, die Spiele, also die Wii U war jetzt nicht unbedingt die beste Konsole, aber die Spiele waren halt wirklich sehr gut. Genau. Ich habe da nichts dagegen, wenn die Spiele alle nochmal auf die Switch kommen, obwohl ich eine Wii U hatte. Aber ich hatte ja auch nicht alle Spiele auf der Wii U. Dementsprechend sollte man nicht so. Ja. Also Mario Kart 8 hatte ich und habe ich mir jetzt nochmal geholt. Zelda Breath of the Wild hatte ich mir auch noch für Wii U geholt, weil mir noch nicht sicher war, ob ich mir eine Switch wirklich holen will. Das habe ich mir auch noch mal ein zweites Mal für die Switch geholt, um dann festzustellen, dass ich es doch gar nicht so geil finde. Ich habe mir Super Mario Bros. New Deluxe gekauft für die Switch, obwohl ich den auf der Wii U schon hatte.
Ja. Aber ansonsten habe ich nicht wirklich viel auf der Wii U, was jetzt geportet wurde. Ich würde zum Beispiel Super Mario 3D, was? Das war World, 3D World. 3D das World, mit den Katzen. Ja. Das habe ich auch nicht auf der Wii U gehabt. Da würde ich auch drauf freuen, wenn es auf die Switch kommen würde. Das habe ich mir zum Beispiel auch erst relativ spät geholt. Und ich muss sagen, ich habe es doch deutlich unterschätzt. Ne? 3D World ist wirklich ein super geiles Spiel. Es hat so viel Spaß gemacht. Und auch wenn man da 100% geholt hat, ne, es war so hammer schwierig zum Schluss. Also ich weiß noch, dass ich beim Kollegen, wir haben es zu viert das letzte Level gemacht. Da musste man doch irgendwie über diese roten Dinger hüpfen. Der letzte Level war ein Hammer, ja. Ja, und das haben wir zu viert gemacht. Ein Kollege hat mir einfach gesagt, so, yeah, wir spielen jetzt zu viert das Level. Im Internet sagen die das unmöglich. Wir beweisen das Gegenteil. Nee, wir haben es geschafft, irgendwann. Ihr habt es geschafft, ja? Ja, wir haben es irgendwann geschafft. Also ich habe es alleine gemacht, ne, ohne irgendwelche Hilfsmittel oder so. Und ich glaube, ich habe irgendwie knapp über 3 Stunden gebraucht, um den Level zu schaffen. Ja, wir haben damit auch einen ganzen Abend gefüllt, ne? Würde ich mal sagen. Das ist echt krass. Also ich muss sagen, das ist einer der härtesten Level, den ich von Nintendo je gespielt habe. Da muss ja jedes Sprungtiming wirklich auf die Millisekunde genau sitzen. Ansonsten bist du halt sofort im Arsch, ne? Ja. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt zum Beispiel von Schwierigkeitsgrad kann ich jetzt nicht sagen, welches jetzt schwieriger ist. Ich habe zum Beispiel auch bei Super Mario World nie die Sternlevel geschafft. Okay. Also ich kann das nicht so ganz beurteilen. Aber ich bin jetzt auch kein Profispieler, ne? Nee, oder ich ja auch nicht. Aber bei einigen Spielen habe ich dann doch den Anspruch, irgendwie sie zu 100% durchzuspielen. Das sind meistens irgendwie die Jump'n'Runs von Nintendo. Keine Ahnung, es muss einfach irgendwie sein. Ja, und Sekiro, Dark Souls, Bloodborne, das spiele ich halt auch alles relativ gerne. Bei Bloodborne habe ich damals auf der PlayStation 4 auch zumindest die Platin geholt. Ja, das war das einzige Spiel, wo ich Platin habe. Und ich erinnere mich noch dran, da waren ja diese Chalice Cave Dungeon. Ja. Und da erstmal durchzukommen, das war viel schwerer als das ganze Spiel. Ja, wobei, ich habe die erst zum Schluss gespielt, als ich quasi durch war. Dadurch waren die ersten Chalice Dungeons alle relativ einfach. Aber klar, der Schwierigkeitsgrad zog dann auch irgendwann deutlich an. Ja. Aber was bei Bloodborne? Ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe die meisten Bosse habe ich bei Bloodborne tatsächlich First Try geschafft. Ich weiß nicht, woran das lag. Zum Release gab es ja bei Bloodborne auch noch ein paar Bugs, was das angeht. Dass irgendwie nach 10 Spielstunden die Bosse nicht mehr so funktionieren oder so. Irgendwie sowas, ja. Ja, und wahrscheinlich lag es daran. Oder ja, doch, ich war einfach verdammt ich auch ein, also bei Bloodborne habe ich auch einiges im ersten Versuch gelegt. Ich fand auch, das ist auch der Unterschied zu Sekiro, ne? Das spiele ich ja auch gerade bei mir auf dem Channel. Ey, Sekiro finde ich durchgehend brutalst schwer, ja? Während ich eigentlich Dark Souls und Bloodborne nur punktuell schwer fand zwischendurch, ne? Wenn man sich einmal eingefunden hatte. Was ich bei Bloodborne jetzt... Ich habe Dark Souls nie wirklich weit gespielt, da den ersten Teil ein bisschen und den zweiten Teil 3 Bosse oder so. Ich war beim Schiff gewesen oder so, beim Dark Souls 2. Das war so ein Doppelkopf irgendwie so. Ja. Und bei Bloodborne habe ich viele Bosse, die wo viele sagen, die sind richtig schwer. Weiß ich nicht. Da bin ich reingegangen, hab die einfach nur niedergeknüppelt. Ja, das ist aber auch so typisch, ne? Weil From Software jeder empfindet andere Bosse als schwierig, ne? Ich glaube, du hast ja 100% gespielt, da müsstest du ja auch wissen, wen ich meine. Und zwar, das war diesen Pilzkopf. Da war ja eine Glasscheibe, die man kaputt machen musste. Und dahinter war so ein Boss. Ich glaube, das war so ein Drache oder so. Ja. Richtig, und da bin ich hingegangen. In der Kirche, ne? Ja, genau. Da bin ich hingegangen. Und das Ding konnte nicht mal aufstehen, und schon war es tot. Also, nee, das war bei mir definitiv nicht so gewesen. Da kann ich mich auch dran erinnern. Den Boss hat mich auch am Anfang ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Und dann habe ich es auch irgendwann sein gelassen und bin nochmal mit 10 oder 15 Leveln mehr zurückgekommen. Und dann war der auch easy gewesen. Ja. Also es hängt teilweise auch vom Level ab einfach, ne? Alter, ich war so schlecht, ich bin nicht mal durch die Ziellinie gekommen. Und das ist halt, glaube ich, auch das, was Sekiro so schwierig macht, dass du halt keinen Boss überleveln kannst, weil das halt diese RPG-Elemente einfach nicht mehr besitzt, ne? Also bei Bloodborne fand ich jetzt teilweise Alt-Janam zu Beginn echt schwer. Und dann aber Janam war so cool gewesen. Allein dieses Setting von Bloodborne fand ich so hammermäßig. Dann über die Werwölfe versteckt. An den Dächern klebend.
Boah. Oder Bloodborne war ja mein erstes Spiel von From Software, ne? Weil okay. ich bis dahin auch immer gemieden habe, weil es ja immer hieß, oh, Schwierigkeitsgrad und Open World RPG. Open World ist ja auch nicht so hundertprozentig meins. Mhm. Und dann habe ich mir halt doch mal Bloodborne geholt wegen der ganzen Bombastbewertungen und fand es auch wirklich super von Anfang an, bis ich zum ersten Mal an der Brücke auf dem Weg zum ersten Boss stand, wo einem zwei dieser Werbe entgegenkommen. Boah, komm, was bin ich da gestorben, ne? Da habe ich mich irgendwann auch irgendwann durchgeschießt und sie zu eng an der Tür gelockt, damit ich sie ja schlagen kann. Ja, das habe ich, glaube ich, nachher auch gemacht. Oder ich habe sie einfach so weit gekitet und so weit auseinander gekitet. Ich habe alles großflächig weggeräumt in dem Gebiet, dass ich sie einfach so weit kiten konnte, wie ich wollte. Das war echt furchtbar. Aber ich muss aber auch gestehen, Bloodborne hat mich echt zu der Zeit, wo ich es gespielt habe, 2015, wo es rauskam, richtig gefesselt, das Spiel, ne? Ja, mich auch. Also die ganze Atmosphäre war geil mit den Sackträgern, die einen in die andere Welt da bringen. Dann, ich will jetzt hier nicht so viel spoilern, aber wenn wir uns drüber unterhalten. Das Spiel ist so alt. Ja, gut. Und dann die Hexen, die Blöcke aus den Ecken schießen und dann die Augen auslöffeln. Wie oft bin ich da gestorben? Ja, es hat schon einige Überraschungen parat gehabt. Und das finde ich auch so geil bei From Software, ne? Du weißt nie, was dich erwartet. Ganz ehrlich, bei den meisten AAA-Spielen denkst du ja mittlerweile, die Entwickler halten dich für voll verblödet, ja? Und, richtig. From Software sind da schon mal Spiele, wo du dieses Gefühl nicht mehr hast. Das finde ich eigentlich, das ist eigentlich das, was ich mit am angenehmsten finde. Und dann auch immer wieder diese Überraschungselemente, ne? Genau, irgendwann wurde ich von irgendjemandem ins Gefängnis gesteckt und bin dann auch in diesem komischen Dorf da ausgekommen bei Bloodborne, ne? Ja. Wo ich einfach noch levelmäßig gar nicht bereit für war. Und du kommst halt dann einfach nicht zurück. Da rausquälen konnte, ja. Und man kommt einfach nicht zurück. Man denkt sich, was ist jetzt los? Richtig, ja. Man kommt nicht mehr zurück. Es war also wirklich, diese Überraschung teilweise ist echt gut geworden. Das Spiel. Leider nicht so ganz vom Anti-Aliasing, weil es halt doch manchmal flimmert stark. Ja. Aber das sollte man halt verzeihen, ne? Ganz ehrlich, ich finde immer, gute Grafik ist nett, ja. Aber ganz ehrlich, wenn das Spiel scheiße ist, bringt mir das auch nichts. Richtig. Das Spiel muss erstmal gut sein, ja. Und dann ist mir auch die Grafik irgendwie relativ egal, muss ich sagen. Das stimmt. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und bis jetzt hat From Software eigentlich ganz gut hinbekommen, immer den Fokus aufs Gameplay zu legen. Definitiv. Und dem Setting. Und ob das grafisch so hinhaut, ist jetzt immer nicht immer optimal, aber ich find's trotzdem geil. Also ich habe Bloodborne wirklich gern gespielt. Ja. Und ich war trotzdem immer erstaunt, was sie da rausgehauen haben mit den ganzen Fell-Animationen beim ersten Boss beispielsweise. Definitiv, ja. Das Einzige, was immer ein bisschen genervt hat, war diese komische Ragdoll-Physik, dass sie die toten Gegner immer an den Füßen kleben geblieben sind teilweise, ne? Ja. Und mich hat das Schwein in der Kanalisation genervt. Ja, richtig, aber es war auch cool gewesen. Ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, wie komme ich denn an den Eber vorbei? Hab mich erstmal erschrocken, als da so ein Schwein unten war. Hast du den DLC auch gespielt? Nein, habe ich nicht gespielt. Ich traue mich auch nicht. Die Old Panthers? Traue ich mich nicht, leider. Ist auch grandios, aber auch da muss ich sagen, ich meine, ich habe es gespielt, da war ich in New Game +++, ja? Mhm. Und das war, ohne Witz, die schwierigste Spielerfahrung, die ich je erlebt habe. Also ich war echt kurz davor aufzugeben und das passiert mir eigentlich selten. Ich habe mir hammermäßig brutal gewesen. Ich habe mir das DLC nur im Speedrun mal angeguckt, um die Bosse zu sehen. Da wurde ja irgendwie das mit die Ludwig-Story irgendwie mit aufgegriffen. Irgendwie. Ja. Aber an sich weiß ich jetzt nicht. Ich bin kein Fan immer von zusätzlichen DLC. Ich lade mir die halt selten runter. Selbst bei Smash habe ich mir noch den Fighter Pass noch gar nicht gekauft. Ja, ich eigentlich auch nicht. Also ich habe auch den Fighter Pass nicht und ich lade auch selten DLCs, aber bei Bloodborne habe ich es gemacht. Ja, bei manchen Spielen habe ich es auch gemacht, wie zum Beispiel Borderlands. Aber auch nur einmal. Oder Skyrim. Ja, Skyrim bin ich nicht so ein Fan von. Keine Ahnung. Ich habe Oblivion mal angespielt, fand ich irgendwie kacke und seitdem habe ich es nicht wieder angefasst. Ist halt kein Souls, ne? Ja. Kann man immer sagen. Ja, ich muss sagen, genau, und diese klassischen storygetriebenen Rollenspiele sind eh nicht so meins. Das ist mir zu viel Gequatsche. Mhm.
zu viel von, ja, ich helfe jedem Bauerntölpel, der am Wegesrand rumsteht und Beziehungsprobleme hat, wo ich mir auch denke, hallo, ich muss hier die Welt retten, warum soll ich den ganzen Leuten hier helfen, ne? Ja, das finde ich auch ganz gut an From Software, dass die das dass da der Fokus aufs Gameplay gelegt wird und die Storys so nebenher sind. Ja, beziehungsweise die Story ist ja eh mal sehr mysteriös, ne? Man muss sie sicher mehr erahnen, als dass sie einem wirklich explizit übermittelt wird. Aber an sich mag ich es aber auch, zum Beispiel in Skyrim, nicht einfach ins Spiel zu verlieren. Das kriegt zum Beispiel bei mir kaum ein Spiel hin. Und Skyrim hat es zu einer Zeit, als es 2011 erschienen ist, komplett hinbekommen. Ich war komplett drinne. Ich kann ungefähr sagen, ich habe insgesamt eine ganze Elder Scrolls-Reihe so mindestens 6000 Spielstunden drin. What? Ja, also da mag man sich gar nicht vorstellen. Aber ich habe so viel gespielt, dass ich teilweise die Gebiete und die Drops halt auswendig kenne. Ach du Scheiße. Habe ich dich noch getroffen? Verdammt, dann kriege ich die Kurve nicht. Egal, ich habe nur einen roten. Also ich habe viel gespielt, aber es ist jetzt lange her, als Skyrim das letzte Mal gespielt habe. Ich warte eher auf den nächsten Teil. Mal sehen. Was Bethesda das noch raushauen kann. Wartest du auch auf Elden Ring, ja, ne? Elden Ring. Auf was? Elden Ring. Elden Ring, was ist das? Elden Ring, das ist das nächste Spiel. Ach so, definitiv, klar. Also mal gucken, was es wird, ne? Aber ja. Das sieht interessant an. Aber ansonsten muss ich sagen, so richtig diese krassen Story-Rollenspiele, ja, da spiele ich vielleicht eins im Jahr, wenn überhaupt. Also Witcher 3 habe ich damals gespielt. Mhm. War ja auch super populär gewesen, auch super krass gut bewertet. Ja. Fand ich auch ganz gut. Das war auch eins der wenigen Rollenspiele, wo ich dachte auch, okay, auch die Nebenquests machen irgendwie Sinn, ja. Und was ich zuletzt gespielt habe, war Xenoblade Chronicles 2. Mhm. War auch mehr so ein Experimentalkauf, auch weil ich so mit Japan und Manga-Setting eigentlich auch nicht so viel anfangen kann. Und habe mich dann auch super krass positiv überrascht, das Spiel, weil ich einfach finde, also was die Japaner ja halt doch irgendwie können, ist irgendwie fantasievolle Geschichten erzählen. Ne? Also Story fand ich irgendwie super cool gemacht. Und dann diese überdrehten japanischen Zwischensequenzen, die haben irgendwie so viel Spaß gemacht die ganze Zeit. Das fanden tatsächlich viele echt nicht so toll, ne? Die Zwischensequenzen, die so einen Japano-Flair haben. Fanden viele echt nicht toll. Hast du den Vorgänger gespielt, Teil 1? Würde mich mal interessieren. Nee. Ah, okay. Wenn du den jetzt noch spielst, kannst du ruhig nachholen. Also, wenn du den jetzt noch spielst, das hat viele Story-Twiste, würde ich dir empfehlen. Ja. Und du hast sogar jetzt noch einen Bonus, wenn du es spielst, weil du Teil 2 schon gespielt hast. Okay. Weil Teil 2 ist nicht gleichzeitig der Nachfolger. So viel kann ich dir sagen. Und am Ende von Teil 1 und 2 sind da Parallelen. Okay. Und ich möchte dir nicht so viel vorwegnehmen. Spiel Teil 1 mal und am Ende wirst du sowas von überrascht sein, was da für Worte gesagt werden. Aber das gibt's nicht für die Switch, oder? Leider nicht, nur für die Wii. Und für die Wii U. Sogar nur. Oh, da müsste ich nochmal eine Wii rauskramen. Also, ich kann es dir wirklich empfehlen. Es ist wirklich auf Platz 2 meiner allerliebsten Spiele, Teil 1. Was ist Platz 1? Secret of Mana. Echt, tatsächlich? Aber auch nur wegen der Nostalgie. Und weil ich es halt wirklich 100 Mal durchgespielt habe. Ja. Was ist dein Lieblingsspiel? Habe ich noch gar nicht gefragt. Mein Lieblingsspiel haben wir gerade schon drüber gesprochen. Bloodborne. Also ich kann mich zwischen Platz 1 und 2 nicht ganz entscheiden. Also Bloodborne finde ich echt fantastisch. Mhm. Und die andere Alternative wäre The Last of Us. Mhm. Teil 1 gibt's ja bis jetzt nur. Es kommen ja auch jede Gen, jede Generation so viele Spiele raus, die so unfassbar gut sind. Das stimmt. Da fällt es einem echt schwer, alte Spiele, die man früher gespielt hat, wirklich da aus seiner imaginären Top 10 zu streichen. Ja, ich finde auch alte Spiele grandios, ja. Mhm. Da habe ich auch null Stress mit. Super Mario World oder so, auch immer noch ein Top-Spiel, was ich alle paar Jahre mal wieder spiele, ja. Hol ich sogar noch eine Super Nintendo für aus dem Keller. Und ich musste irgendwann mal das Modul aufschrauben, weil die Speicherbatterie einfach mal leer war. Oh. Und eine neue Batterie einsetzen. Das stimmt. Aber trotzdem, also The Last of Us muss ich sagen, was Naughty Dog da in Sachen Charakterdesign, ich meine, Regie und Top-Grafik und Technik und Atmosphäre konnte Naughty Dog immer, ja. Aber was sie in The Last of Us an Charakterdesign, Charakterentwicklung und insgesamt einfach Story abgeliefert haben, auch wenn es jetzt keine tiefgreifende Story war, ja. Mhm. Aber es ist halt das
glaube ich, das einzige Videospiel, wo ich am Anfang, wo ich zum Schluss wirklich immer zu Tränen gerührt bin, ja. Okay, ich habe Last of Us wirklich nie weit gespielt, nur die ersten 5 Minuten. Und ich höre immer, ja, so, wie gut das sein soll. Aber ich merke aber auch, dass die Gaming-Industrie viel versucht, Last of Us zu kopieren, ne? Definitiv, ja. Das merkt man halt schon. Gewaltig, hat mir die Strecke nicht schon? Nee, hat mir nicht. Ich sag jetzt nicht, dass Last of Us. Nee, wir hatten eine andere Strecke. Es gibt doch Leute, dieses Mario Stadium, das geht doch auch einmal so rum in die Strecke. Stimmt. Ich sag jetzt nicht, dass Last of Us doof ist, aber ich hab's halt nie gespielt und irgendwie spricht mich's halt auch irgendwie nicht an. Keine Ahnung warum. Magst du den Uncharted? Auch wenig. Ja, okay. Das ist vom gleichen Hersteller. Ja, Naughty Dog. Gameplay ist halt irgendwie immer ähnlich. Aber wie gesagt, Naughty Dog hat. Also Gameplay bei Naughty Dog ist halt immer okay. Gibt besseres, aber es ist halt okay. Aber trotzdem, ich finde immer, was sie an Regie und Charakteren abliefern und Atmosphäre, das ist halt immer großartig. Ja, das können sie. Also das ist, ich laufe nicht blind durch die Gaming-Welt, ja. aber das können sie. Oh Gott. Ja, natürlich krieg ich, komm, lauf. Natürlich. Das kann mich gar nicht getroffen haben. Nein, warum? Warum wieder ganz zum Schluss und warum setze ich meinen Pilz falsch ein? So meistens so. Oh nein, ach komm, wieso hält denn das so kurz? Ja, genau. Ja, genau, ich war bis kurz vor der Ziellinie Zweiter und jetzt werde ich... Ich find's gut. Sechster. Ach, ma. Das geht mal endlich mal gut. Aufs Treppchen geschafft. Treppchen. Ach ja. So, und noch eine Runde. Wir nehmen schon wieder 33 Minuten auf, ne? Ja, ich hab die Uhr. Wollen wir noch eine Runde machen, oder? Ja. Ah gut, eine geht noch. So, ich mach Zufall einfach. Nee, mit Kat, du gewinnst das nächste Mal nicht. Nächstes Mal gewinne ich. Aber wenn du hast ja Xenoblade, hast du gesagt, dass du Xenoblade 2 wirklich so testweise gespielt hast, hat dir mega gefallen. Hast du ja auch mal Berührung zu der Final Fantasy Serie gehabt? Nee, nie. Nie? Ne, ich habe kein einziges Final Fantasy Spiel gespielt. Oh. Also daher ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Fang aber nicht mit 13 an. Nee, der beste Teil soll Teil 7 sein, von dem jetzt auch ein Remake erscheint, ne? Sagen viele ja. Ja, also das Remake werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Also ich kann leider nicht komplette Empfehlung geben zu den Final Fantasies, weil halt die alle unter 10 bzw. 10 noch mit inbegriffen haben, halt schon Altersschwächen, was das angeht. Ja. 9 ist langatmig, teilweise im Kampfsystem, Ladezeiten sind richtig lange. 7 sieht aus wie Blimboli-Figuren. ich weiß halt, man muss halt gucken, ob man daran dann noch Spaß hat. Weil teilweise echt schon, sind halt alt. Ja gut, ich habe aber mit Alter habe ich wenig Probleme, ne? Ich habe zum Beispiel auch Silent Hill 1 und 2, was ich mittlerweile zu den größten Horrorspielen überhaupt zähle, habe ich irgendwie erst vor 4 oder 5 Jahren zum ersten Mal gespielt. Und Silent Hill 1 ist halt PlayStation 1 Spiel, ne? Silent Hill ist echt nicht gut gealtert, ne? Ja, technisch vielleicht nicht, aber ganz ehrlich, von der Atmosphäre, der Grusel-Faktor ist halt super krass. Das stimmt. 10? Ach komm, Final Fantasy 10 kann ich dir eigentlich soweit empfehlen von der Story. Kann man sich geben, aber ist halt auch langatmig. Ach Leute. Nicht so gut wie die davor. Ja, ich guck mir jetzt erstmal das Remake an. Ja, mach das mal. Man muss ja erstmal die Serie reinfinden, ne? Genau. Wie gesagt, Rollenspiele sind nur bedingt mein Genre, da muss ich jetzt auch 10 Teile hintereinander wegspielen. Nee, das stimmt. Ja, aber wenn dir Xenoblade Chronicles 2 gefallen hat, wird dir 1 sicherlich auch gefallen. Ja. Ist auch nicht unbedingt viel schwerer. Aber ich finde die Charaktere da halt besser. Da darf man bitte vielleicht irgendwas hier machen. Da läuft er, da fährt er mit den Sternen mit vorbei. Nein, darfst du nicht. Ich habe 3 rote übrigens, ne? Bitte was? Ich habe 3 rote.
Und wo bist du denn? Ich hoffe nicht hinter mir. Ja doch, bin hinter dir, aber da ist noch ein Stern, der deine Routen abfängt. Da war noch ein Stern bei dir. Ah, durch den Wasserfall. Oh, die Abkürzung kannte ich glaube ich noch gar nicht. Kann man nur durch, wenn man einen Pilz hat. Oh nein, 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 ich habe einen Stern und fahre direkt vor die nächste Wand hier. Ach, wer hat mich denn jetzt hier schon wieder getroffen, Leute? Ist das denn die Möglichkeit, ey? Das kann ich dir nicht sagen, ich weiß es nicht. Oh Mann. Mario Kart ist immer so ein Spiel, ne? Ah, ich habe noch jemanden vor der Ziellinie überholt. Ja, cool. Als wenn ich noch genau auf der Ziellinie getroffen werde. Standard. Oh Mann. Wir haben ansonsten wieder super Runden gewesen. Auf jeden Fall. So. Wo ich das gar nicht so beurteilen kann, ich habe mich zu sehr aufs Quatschen konzentriert. Ja. Das Fahren war einfach nur so intuitiv nebenbei. Ja, dann war es das heute wieder. Ja, vielen Dank. Hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ja, Dank auch an dir von mir. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, Leute, schreibt es in die Kommentare. Schaut mal bei den guten Drecks vorbei. Vielleicht spricht euch eins der Spiele an. Wir haben ja genug drüber geredet, ne? Was da so abläuft. Genau, beim guten Nico natürlich auch. Und lasst vielleicht mal einen Daumen nach oben da. Ja. Tschüss. Tschüss.